Le financement du Qatar représente aussi un vrai danger. Erdogan veut prendre le leadership pour des raisons internes, mais aussi pour des raisons plus idéologiques, plus puissantes. Il veut prendre le leadership des sunnites, des frères musulmans qui jouent un rôle très important. Et je vous signale que la France va interdire ce qui est l'organisation qui représente les frères musulmans dans notre pays. Das ist aber nicht im Sinne einer Radikalisierung von Menschen hin zum Terrorismus geschehen, sondern in einer Verquickung für die türkische Staatspolitik. Und hier muss man darauf bestehen, dass die Moscheen weiterhin theologisch frei sind und nicht Staatspolitik miteinander vermischen. Also insofern würde ich bei der Finanzierung durch DITIB, die wir ebenfalls verändern wollen,